Hallo, willkommen zu einem neuen Live-Video. Bevor es heute losgeht, ich habe mir jetzt was Neues vorgenommen. Und zwar, ich habe nämlich heute wieder getestet, verschiedene Sachen und ja, habe das natürlich gegen Leute getestet, die Scorpion und andere Sachen gegen die 1300 MMR waren. Und dann ging es bam, steil bergab, ja. Irgendwie, keine Ahnung, 300 MMR verloren oder so. Und ich habe jetzt überlegt, dass ich jetzt einfach mal für die nächsten paar Wochen versuche, mir drei Strategien zurechtzulegen, die ich euch jetzt zeigen will. Und wir gucken mal, wie weit ich mit denen komme, wenn ich diese drei Strategien wirklich einstudiere und mit denen nur versuche, die nächsten Wochen zu spielen. Mal gucken, wie hoch man da kommen kann. Also mein eigener Rekord war 2300 MMR bisher. Das war ganz am Anfang noch gewesen. Da zählt das, glaube ich, auch alles ein bisschen anders und da muss man das mit Vorsicht genießen, diese Zahlen. Aber mal gucken, wie weit ich komme, wenn ich drei Strategien mir zur Hand nehme und das ein bisschen competitive spiele. Ich werde allerdings nicht canceln. Also von da ist es ein bisschen erschwert competitive. Aber mal gucken, wie weit wir kommen. Einfach nur mal um zu gucken, ne? Ein bisschen Abwechslung reinbringen in das, in den typischen Grind. Und eine der Strategien, also ich will die drei jetzt mal kurz vorstellen, damit ihr wisst, wo ich hingehe. Die eine ist halt hier vorne, diese Geschichte mit dem Picard-Manöver. Ja, vorne aufstellen, man bestellt erst Boden die ganze Zeit auf, dann kauft man später eben diese Dinger hier dabei und dann portet man die dann einfach auf die andere Seite, weil der Gegner wird erst auf den Boden reagieren hier vorne und auch noch auf der linken Seite mit Schwerpunkt. Ne? Kann ja auch mit Mustang oder was reagieren. Und dann teleportiert man die Dinger zack hier. Ne? Und dann sind die auf einmal da drüben, habe ich ja, glaube ich, jetzt ein paar Mal gezeigt. War im Moment eine der stärksten Strategien, die ich habe. Das ist eine der drei Kandidaten. Die anderen beiden zeige ich euch jetzt gleich, aber erst vom Sponsor. Das heutige Video wird nämlich wieder gesponsert von Instant Gaming und zwar verlosen die gerade einen Steam Deck OLED. Ich musste selber nachgucken, was dieses OLED ist. Da ist es, es leuchtet. Und zwar wird das hier verlost, hier rechts, mit dem 1 Terabyte. Also das Ding hier wird verlost, ja, ganz groß in der Weihnachtsverlosung. Und also das Noble von dem Zeugs. Und wie könnt ihr daran teilnehmen? Einfach auf den Link gehen hier vorne. Verlinke ich unter dem Video auch nochmal, dass ihr es so schön anklicken könnt. In 4 Tagen könnt ihr an der Verlosung teilnehmen und dann könnt ihr so ein Teilchen gewinnen. So, die zweite Strategie, die ich benutzen werde, ist wahrscheinlich Vulcan Phoenix. Ich sage wahrscheinlich, weil ich die lange nicht mehr gespielt habe und gucken muss, ob die ins aktuelle Meta reinpasst. Aber Vulcan Phoenix werde ich versuchen mit daran zu packen. Und ihr merkt schon, ich muss das erst wieder aufbauen, das Ganze. Ich habe kein Competitive Mindset, weil ich ja im Moment in dieser Ausprobier-Abwechslungsphase seit Wochen bin. Ich weiß halt immer, wenn ich die gleichen Strategien mache, auch wenn die gewinnen und aufsteige und alles eine gute Gegner bekommen, dass die Leute sagen, sie hätten gerne Abwechslung. Am liebsten hätten die Leute gerne Abwechslung und Aufstieg, was sich aber schneidet. Ne? Also es geht aus meiner Sicht fast faktisch gar nicht zusammen. Also wenn ihr, sagen wir mal, Top 200 spielt ja jetzt schon. Wenn ihr Top 100 spielen wollt oder Top 50 meinetwegen, aber Top 100 fängt da schon gut an. Je mehr Abwechslung ihr reinmacht, desto weniger durchdacht sind eure Strategien und dann fehlt dieser letzte Kniff da häufig, um da zu gewinnen. Ne? Also von daher ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. So, das ist für die andere Strategie. Was der Kern dieser Strategie, der ist dann, dass die das Kleinvieh töten, damit die das Großvieh töten. Ja? Eigentlich eine ganz simple Geschichte. Der Trick bei der Strategie ist, habe ich aber auch schon, glaube ich, ein paar Mal erklärt, dass die nicht da vorne stehen, weil hier werden die zu schnell gekontert, sondern dass sie hinten stehen. Ja? Damit die eben das, damit der nicht irgendwie im Melting Point die sofort wegholt oder so ein Zeugs. Und der Clou ist, dass sie das Kleinvieh so schnell wegräumen, dass egal ist, wenn die danach sterben oder das Kleinvieh tot ist und die dann alles Großvieh töten. Wenn man jetzt die eine Strategie hier macht oder diese Strategie anwendet, da muss ich halt mir noch so eine Checkliste, eine eigene machen für meinen Kopf, ja. Damit ich genau weiß, wann ich die eine angreife und wann ich die andere aufgreife. Ne? Das so, da muss ich noch hingucken. So, und jetzt brauche ich noch eine dritte. So, bei der dritten Strategie, die habe ich persönlich so nie wirklich gespielt in meinem Leben. Ja? Also ich habe die zwei, dreimal gemacht, war immer sehr unzufrieden. Ich will die einfach mal machen, auch wenn die nicht mehr zum Meta gehört. Steeballs und dahinter Mustangs, weil das früher alle gespielt haben, auch wenn das jetzt komplett raus ist. Ich glaube hauptsächlich, weil das hier genervt wurde damals. Ich werde das einfach mal so spielen und gucken, was ich damit zusammenbauen kann, damit das einfach Abwechslung ist. Ja? Sonst habe ich ja halt keine schnellen Einheiten, die an die Front gehen. Das sind ja alles langsame Strategien, könnte man sagen, bisher gewesen. Und die werde ich auch hinten aufbauen, die werden nicht als Rush vorne hingestellt. Ne? Das wäre so ein Moment, das wäre die dritte Strategie. Und mit den dreien möchte ich das jetzt versuchen, das Ganze. Das heißt, ich werde jetzt diese drei versuchen, immer wieder anzuwenden und alle anderen so ein bisschen beiseite schieben, sodass ich die verfeinern kann, damit ich gucken kann, welche Einheiten muss man das zusammenspielen, muss man die vorne hinstellen, hinten, muss da vielleicht doch ein Platz zwischen sein, ne? Welche Upgrades vergibt man am besten, wogegen wendet man die am besten an, welche Spezialisten passen dazu. Also ich bin eigentlich im Grunde genommen komplett am Anfang, einzig dieses PK-Manöver, die erste Strategie, die ich gerade gezeigt habe, einzig die Strategie ist im Prinzip durchdacht im Moment, ja. Aber alles andere ist im Grunde genommen für mich jetzt erstmal wieder Neuland, auch wenn ich die alle schon mal gespielt habe, vor allem die Vulkan-Strategie. Aber das ist auf jeden Fall jetzt, wo die Reise erstmal hingeht. Der wird die erste Woche jetzt wahrscheinlich erstmal ne, Fersengeld zahlen, bis ich wieder diese Strategien weiß, wann ich die wieder anwende und dass ich die auch optimal spiele. Aber die drei möchte ich jetzt auf jeden Fall durchziehen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen.
Worum es mir hauptsächlich bei diesem Versuch geht, ist zu gucken, wie stark eine Strategie wirklich werden kann im Vergleich zu, also wenn man die am Anfang eine grobe Idee hat, zu, man hat die eigentlich total im Kopf und weiß genau alle Ecken und Ecken, die dazugehören, ne? Was man für Upgrades vergeben muss, welche Kombinationen, wie auch immer. Also wie viel stärker wird die Strategie mit der Zeit, ja, wenn man sie halt mit Erfahrung sammelt? Das ist jetzt so ein bisschen der Versuch. Und der Vorteil von drei Strategien ist halt, dass man nicht gezwungen ist, irgendwas zu erzwingen auf dem Schlachtfeld, was vielleicht nicht funktioniert. Man kann halt zwischen drei wählen, um dann Anpassungen vorzunehmen. Ja, und das sind ja drei Strategien, die durchaus unterschiedliche Schwerpunkte haben, so es funktionieren kann. Ja, normal müsst ihr halt sowas canceln, wenn ihr sowas üben wollt, aber das machen wir natürlich nicht. Also MMR wird erstmal runtergehen, ohne jede Frage, die nächste Woche. Aber danach hoffe ich, dass es das kontinuierlich hochgeht und dass ich damit mich in der Top 100 etablieren kann. Das machen wir dann eine Woche oder so. Und dann gehen wir wieder zur Abwechslung über, damit nicht alle Zuschauer das Kotzen kriegen, das Gleiche ist, weil nicht jeder mag das. Aber einfach mal als Gesamtabwechslung, ja? Aber betrachtet über mehrere Wochen. So, jetzt gucken wir mal, was passt da rein. Das eröffnet mir direkt zwei Sachen. Also eins der beiden würde ich jetzt ganz gerne nehmen. Dann machen wir das mit den Vulcans. Hier habe ich dann alles für die Vulcans. Kick Supply, ja. So stellen, dass sie gleich für die Vulcans tanken können. Jetzt merke ich halt schon das erste Problem, ne? Die ersten 200 Punkte, die ich jetzt über habe, und ich weiß, dass ich gleich Vulcans holen will und Phönix, passen halt nicht, weil ich keinen Rekrutierungsslot, weil ich einen Rekrutierungsslot dann überlassen würde, ne? Und dann merkt man schon, dass diese Anfangskarte nicht gut ist für das, was ich vorhabe mit der Vulcan-Strategie. Tja. Also, die Einheit macht halt am meisten Sinn. Aber ich habe jetzt einen Rekrutierungsslot weg, was ein Nachteil von 50 Punkten ist. Das sind ja diese Feinheiten, die man jetzt langsam ausbaut. Ich kann natürlich keine Arclights holen. Ne? Normal hätte man zwei Arclights geholt, wenn man nicht in Vulcan eingeplant hätte, klar. Entsprechend böse wird das jetzt. Ich kann die Modelltanks da nicht wegräumen. So, der Gegner, muss man jetzt schon sagen, wäre eigentlich schön blöde, wenn er jetzt. Also. Wenn ich jetzt die, wenn er mehr Modelltanks holt, nur die Vulcans, pustet die alle weg. Hole ich jetzt die Vulcans, ja, für jeden ein Vulcan, ein Crawler, ist auch total doof. Also ich bin jetzt in einer Situation, wo eigentlich der Arclight rein müsste, um das auszugleichen, was hier gerade auf dem Schlachtfeld ist. So, ich überlege jetzt, ob ich das umgehen kann. Wenn ich einen Vulken aggressiv hier hinstelle, pullt der eventuell alle drei Crawler in den Vulken hier rein. Aber dann habe ich einen Vulken in der Front stehen, weil ich verhindern will. Sonst müsste ich zwei Arclights holen, ne? Das ist unangenehm jetzt. Um es mal vorsichtig zusammenzufassen. Und Arclights und Vulken ist Käse. Aber ich sehe jetzt tatsächlich keine andere Option. Nicht, wenn ich das zusammen spielen will. Also eigentlich müsste man das jetzt schon abbrechen und das mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt einfach die Arclight, sonst sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels. Katastrophe. Was für ein Start für meine neue Strategie? Was für ein Start? Ja, der knallt jetzt leider auch die Arclights ab. Ich habe sie zu weit vorne hingestellt. Wir haben uns die nächste Runde leider abgegeben. Ich sag ja, also die erste Woche oder so, wo ich diese ganzen Strategien, und das habe ich also Ewigkeiten auch nicht mehr gespielt, jetzt so verfeinert, dass die überhaupt funktionieren, wird Ewigkeiten dauern. Ich meine, das ist 1300 MMR, ne? Ich sollte eigentlich die meisten Spiele 100 zu 0 gegen 1300 MMR gewinnen. Oder zumindest sehr hart gewinnen. Und ich bin ja gerade hart am Verlieren, weil alles verkehrt läuft. Tja.
Gucken wir mal, dass wir das eine Runde ausgleichen. Ja, das falsch aufgestellt. Ja, der wird jetzt bei den Dingern bleiben, ne? Gar keine Frage. Und ich kann meine nicht dazu kaufen zum Kontern, weil ich halt mit dem Kleinvieh immer noch Probleme habe. Also, very much unschön. Ja, ich muss erstmal dafür sorgen, dass sie das überleben an der Front. Ich habe sie zu weit vorne hingestellt und jetzt muss ich das irgendwie ausbaden. Geht nicht anders. Ja, ich stelle das einfach so hin. Mit einem Platz dazwischen. Vielleicht macht er ja gleich nur noch Satelliten dann dafür. Schön breit aufstellen. Ja, ich hab's halt vergeigt. Gucken wir mal, ob ich da noch rauskomme. Also mit dem Sturm diese Runde ist es, glaube ich, und den da könnte es sogar klappen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das ausgleichen im Weg. Aber vielleicht ist das langfristig auch nicht die schlechteste Sache zu sagen, unter Umständen macht man eben Arclights Phoenix, ne? Also vielleicht ist das ja eine Abwandlung, die Sinn macht. Die sollte man nicht außer Acht lassen, wenn man jetzt mit diesen drei Strategien fährt. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen Flexibilität drin lassen im System. Weil das war schon immer das Hauptproblem bei der Wolkenstrategie, dass man halt, wenn man den Wolken, sagen wir, links holt, dass er rechts fehlt. Wenn man den links und rechts holt, dass dann direkt die Konter kommt. Ne? Also der Gegner muss eine gewisse Aufstellung haben, damit der Wolken sich rechtfertigt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann rechtfertigt sich halt der Arclight. Ne? Und dann ist das vielleicht die gute Idee da drin. So, er hat halt jetzt fünf Crawler, ne? Also die jetzt verkaufen und jetzt einen Wolken machen. Wenn die kommen, jetzt alle hier reingelaufen, ne? Ich würde den das noch eine Runde mir anschauen, in der Hoffnung, dass er die auch vielleicht auflevelt. Ich muss halt an den Rekrutierungsslots ein bisschen Acht geben, ne? Nächste Runde vielleicht hole ich dann links und rechts einen Wulken im Doppelpack. Weil er hat ja hier doch eine ganze Menge Modelltanks jetzt, ne? Und hat die auch aufgelevelt, was sowieso in dem Szenario, glaube ich, keinen großen Sinn gemacht hat. Das heißt, jetzt habe ich eine Rechtfertigung dafür, für Wulkens zu holen. Und die zwei Arclights, das fällt jetzt nicht mehr ins Gewicht, wenn man die Gesamtarmee-Value nimmt. Ich habe natürlich aber jetzt Arclights, die ich nicht unbedingt brauche, ne, weil die Wolken sofort wegräumen. Und die ganzen Fangs, die nicht unbedingt dastehen, wo ich sie haben wollte, weil die für die Arclights da waren. Also von daher habe ich schon eine suboptimale Strategie. Klar, die Sohn ist sowieso tot. Aber nächste Runde, wie gesagt, die beiden Wolken. Das Problem ist halt, dass er dann die Phoenix einfach schnell kaufen kann. Ne? Und er hat schon so viele, wenn er noch mehr holt und die mit der Selbstzerstörung, mit dem Wiederkommen holt, ne? Dann ist das nächste Runde meine letzte Runde. Weil ich hole jetzt Wolkens, er macht Wiederbelebung, dann habe ich verloren. Ja, das wäre jetzt so ein bisschen, wie heute das laufen könnte. Das ist natürlich ein Riesendrama. Den Wolken-Tank hier machen. Ich habe ja auch Tank-Bonus, wenn ihr euch erinnert. Also ich wäre jetzt ein riskanter Call. Gucken, dass sie schnell genug sterben. Das müsste, glaube ich, ganz gut sein. Jo, das wäre die Idee. Einen Vogel holen, eine Runde Reichweite.
Alles klar. Kein Geld investieren mehr in die Dinger. Weil es eine Wespe oder so kommt. Hat sich für Schaden entschieden. Also in der perfekten Welt würden die Wulken jetzt das Kleinvieh aufmoppen, so dass meine Phönix vor den gegnerischen Phönix sinnvolle Ziele abschießen. Ne? Das ist die ganze Strategie. Und da ist halt die Frage, ob ich hier an der richtigen Stelle positioniert habe. So weit vorne klappt nicht, so weit hinten klappt auch nicht. Da ist ja eben auch schon der Dreck. Da sind leider ein paar übergeblieben. Also rechts sieht es gut aus, links hat sehr lange gedauert oder ist immer noch am Dauern, ne? Hat aber gerade eben noch geklappt. Und jetzt die Frage, wer mehr Phönix hat. Also Reichweite bei den Vulkens könnte helfen. Ich weiß nicht, ob ich einen dritten in der Mitte hinstellen will, aber Reichweite wäre eine Lösung. Boah, die Arclight von Anfang an stand die Scheiße. Das wäre so eine Lösung gewesen. Gegner kann jetzt leider auch sein Phönix das packen. Eine Runde Wespe dabei packen. Ist ein riskanter Call. Und Feuer für die Mitte vielleicht einfach. Dann eben welche, ne, ärgerlich durchgelaufen. Also Reichweite auf D wäre ganz gut, aber ich glaube, ich will jetzt eine Runde Wespen dabei spielen, um einfach nochmal eine Runde zu gewinnen. Die das alles in der Luft quasi wegtanken. Und dann die Reichweite bei. Ich glaube, ich muss die ein Stück weiter nach vorne machen. Also die Befürchtung ist, dass einfach das Melting Point steht und die wegsniped, ne? Eigentlich muss ich die da vorne hinstellen. Muss ich nicht, weil ich mache das halt clever. Ich meine, er kann immer das noch machen, ne? Melting Point und Satellit und Melting Point, ne? Also eigentlich müsste ich die da vorne hinstellen. Dann habe ich verloren, wenn er das macht. Also er kann ja auch Feuer machen, um die alle abzubrennen. Das geht natürlich ebenfalls. Wenn ich die jetzt dahin packe, dann kriegen die halt früher Schüsse einfach ab, ohne dass sie einen großen Nutzen haben. Ist halt jetzt geraten an der Stelle. Ich habe keine Ahnung. Schöner kann man es nicht sagen. Jetzt war ich verzweifelt. Ich hoffe, die brennen da noch ab, die Jungs. Danke. Ja, die beiden Wulken sind beschäftigt. In der normalen Welt hätte ich auch schon drei. Wie gesagt, die beiden Arclights haben mich ein bisschen reingeritten. Jetzt habe ich natürlich zu wenig Schaden auf meinen Phönix für die War Factory und dann das Spiel vielleicht mit verloren. Jetzt war halt der Start, ne, der mich jetzt komplett hier reinreitet. Naja, ist verloren, ist durch, oder? Naja, ist durch. Wie gesagt, muss man halt, ne, erstmal warm spielen. Nicht nur das, also das Umstellen war die richtige Entscheidung, aber ich habe es halt komplett falsch gemacht. Also das Placement von denen war halt absolut miserabel. Da kann man überhaupt nicht überstreiten. Die waren ja richtig katastrophal. Und dann musste ich wegen denen das hinstellen, was ja auch keinen großen Sinn gemacht hatte. Und dann fehlte halt der Rest, ne? Normal hätte ich halt die Dinger schon aufgelevelt und in großer Menge gehabt und dann wäre das natürlich kein Problem geworden. Aber deswegen üben wir das, ja. Ich sag ja, das wird jetzt eine ganze Woche unendlich viele Punkte verlieren gegen Low MMR, bis das die sauber funktionieren, die Strategien. Die einzige von den dreien, die ich eben vorgestellt habe, die klappen wird wahrscheinlich auf Anhieb, ist das mit dem PK-Manöver. Aber hier geht es nicht ums Gewinnen, sondern die drei Strategien zu gucken, dass die auf der im richtigen Szenario im Setting angewendet werden. Ne? Das ist jetzt ein Szenario, da passt die drauf und da will ich die anwenden. Darum geht es mir. Von daher spiele ich nicht einfach PK-Manöver. Die sind alle drei gleichberechtigt, egal wie deren Winraten sind. Ja, von der Top 100 zurück in die Top 1000. Ich hoffe aber auch mal, dass wir jetzt irgendwann reformieren, das dumme MMR-System. Da ist wirklich so viele Fehler drin, das ist unglaublich.
So. Ja, machen wir einfach weiter. Also, das hier könnten wir jetzt machen, weil die Steeballs haben, weil die Crawler passen zu den Steeballs, denke ich mir jetzt. Und dann kann ich, ne, die Mustangs dahinter packen. Hat auch nicht viele Phönixkarten im Angebot, dass der Gegner vielleicht eine Phönixkarte pickt. Obwohl ich im Moment den Eindruck habe, wenn der Gegner alle drei Phönixkarten hat, dass er immer die vierte pickt, die keinen Phönix hat. Ja, das passiert viel häufiger, als er seinen Phönix pickt, ist mein Eindruck. Ne? So zum Beispiel. So, ja, dann mal ran an Speck. Also, wo stellt man die jetzt am besten auf? Ne? Ich habe mit denen noch am wenigsten Erfahrung. Also klar, man kann den Headquarter Rush machen, weil er langsam ist. Ne? Ich will das aber nicht machen, weil das dann ausatmen würde jetzt in die Dingstrategie wieder. Ne? Also ich will die von hinten fahren lassen. Ich will wirklich, dass diese Strategie mit von hinten fahren funktioniert. Ne? Also ich will jetzt keinen klassischen Steeball Rush von vorne machen damit. Dafür ist die Picard-Strategie dann da. So. Die sind fast besser, wenn sie dann dahinter sind. Also die splitten da gleich raus. Da fehlen leider 50 Punkte. Dann fehlt ein Rekrutierungslot. Das ist jetzt die Frage. Ne? Lohnt sich das mit dem Rekrutierungslot, den zu ignorieren? Muss nämlich nochmal einen von denen. Notgedrungen dabei. Ist es wirklich sinnvoll, die auf beiden Seiten aufzubauen? Also kann ich nicht einfach sagen, ich mache den mittig und rechts? Dann kann der halt beides supporten, ne? Und der fährt dann hinter denen mit. Also ich versuche jetzt einfach was, weil diese Strategie noch für mich, also die existiert bei mir noch nicht, ne? Die muss ich halt jetzt einfach testen. Versuchen wir es mal so, mit dem Schwerpunkt rechts von hinten. Kann sein, dass es kompletter Blödsinn ist. Da bin ich wirklich bei 0 im Vergleich zu den anderen beiden. Na, jetzt kann der zum Beispiel beides supporten gegen Kleinvieh. Ja, die gleichmäßig aufgestellt hat, dass diese Runde ist schon mal nicht geklappt. Und jetzt halt die Frage, ob ich da einen zweiten beipacke oder links ausbaue. Hängt vielleicht davon ab, ob ich jetzt ein Damage-Item kriege. Ja, was sind die ersten Upgrades, die man da jetzt spielt? Das hängt wahrscheinlich davon ab, womit die Steeballs konfrontiert werden. Kann man wahrscheinlich wieder nicht angucken, gleich das Spiel von der anderen Seite. Ist alles hinter der Paywall bei den Leuten. Unglücklicherweise. Der rechts. Ja, wie machen wir das jetzt? Also auf jeden Fall mehr Mustangs. Die Frage ist nur, wie ich die aufteile. Einen zweiten Mustang, der von rechts mehr aushilft. Direkt dahinter ist, glaube ich, sehr gefährlich. Ich weiß, dass das gerne die Leute dahinter spielen. Ich meine, ich kann es jetzt gerne mal machen, weil ich glaube auch nicht, dass er jetzt echt Sachen Satellit spielt. Aber je nachdem, wo der Kampf losgeht, kriegt der Satellit ab und die sterben mit dem. Ist recht, wenn ich dem vielleicht gleich sogar Reichweite gebe. Ich überlege jetzt links noch einen Steeball zu spielen, damit er einfach das Headquarter-Snipen verzögert. Dürfen sogar vor, dann tanken die das für die. Gegner geht auf Panzer. Vertikaler Aufbau ist genau richtig, ne? Dann tankt man länger gegen die Dinger. Ihm fehlt allerdings der Schaden auf den ersten Blick, hätte ich gesagt. Also nur tanken bringt ja nichts, dann stirbt man ja trotzdem. Wenn die so stehen, schießen die halt alle auf den ersten Panzer, ne? Und dann laden sie immer neu auf bei jedem neuen, deswegen stehen die so besser. Aber die verlieren trotzdem so die Panzer normalerweise. Da ist der Satellit. Jetzt knallt's. Bam. Also bei dieser Anzahl Panzer macht er gleich Panzer-Upgrades. Ne? Das glaube ich,
ziemlich deutlich. Das heißt, ich bleibe weiter bei den Steel Balls. Die Frage, ob wir doch diesen Heal da einfach dann direkt gehen, dann überleben wir auch den Satellit, ne? Kann natürlich auch sein, dass er jetzt dahinter Phoenix aufbaut, man weiß es nicht. So, wenn ich jetzt nicht genug, wenn ich jetzt nicht so viel Mustangs hole, dann sollten die Mustangs den Backline gut aufleveln. Und wenn ich da auf ein Item spekuliere, dann gibt das einen super Multiplikator. Ja, so Sachen, ne, wo ich die Erfahrung brauche. Gegner kann die eigentlich nicht aufleveln, die Panzer, glaube ich. Das lohnt sich für ihn nicht. Deployment. Normalerweise immer sehr stark. Lasse ich jetzt mal weg, die Spielerei. So, kommen wir jetzt Tank hier. Und nochmal Kleinvieh töten. Gerade ein Fan geholt? Ja, ne? Naja, ich hätte das Deployment-Ding nehmen sollen. Ich habe jetzt eben nicht drauf geachtet, aber dann kann ich halt die Einheiten, zumindest eine umschichten, falls sie gegen den Panzer schießt, statt eben gegen einen Fang. Ein Mustang. Also für gewöhnlich würde ich sagen, Sledgehammer Rage sollte klar verlieren gegen Steel Balls mit. Hier. Das sollte eigentlich sehr deutlich werden. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Modelltanks sind. Die hat eine Menge Kleinvieh. Ich habe allerdings auch drei Mustangs. Aber das Vertikal, das hilft dem Panzer normalerweise, nur länger zu überleben. Aber die Mustang-Stückchen weiter hinten zu haben, ist eine gute Sache. Ja, dann kann ich die Mustangs ja jetzt auch Flächenschaden ausgeben eventuell. Gegen die Panzer machen ja sowieso nichts. Also wenn er die auflevelt und Schilde vergibt, ne, die Panzer, die Steelballs, das klappt einfach nicht. Das sollte ich eigentlich locker nach Hause bringen, wenn er jetzt nicht irgendeinen Gamechanger einbaut. Zum Beispiel ein Scorpion kann meine Dinger einfach wegpolzen. Bam, weg, ne? So, jetzt keinen Flächenschaden und das Ding ausgeben eventuell. Gegner hat auch ein Luftabwehrproblem. Dann machen wir das mit der Wespe hier sogar eine Runde. Also ich habe jetzt hier große Investments. Wenn er jetzt einen Scorpion holt, dann kriege ich Schmerzen. Das sollte man, glaube ich, nicht ignorieren. Aber die Frage ist halt jetzt, ob ich nicht Modelltank davor packe hier. Eben gegen den Scorpion, auch um hier die dicken Schüsse abzufangen. Kann man ein bisschen Geld sparen. Ich mache es erstmal hier weiter mit dem Kleinvieh von der Seite. Aber wenn er jetzt Scorpion spielt, dann kann ich mich verabschieden. Der Scorpion. Zumindest hat er dann das Rage-Upgrade umsonst gehabt. Gegen den Scorpion kann ich jetzt allerdings, und das genauso gut gegen den ganzen Rest, denke ich, ganz viel Kleinvieh spielen. Nur diese Runde kriege ich jetzt wahrscheinlich gut eine aufs Maul. Aber nächste Runde vielleicht drei Crawler oder so dazu packen. Und dann schießen die sich halt dumm und dämlich, die Freunde. Ich glaube, er zählt nicht als Giant. Ja, die überlebt sogar das Schild zum Schuss. Hat schon hochgetankt, ne?
Er braucht drei Schüsse, um den zu töten. Und auch nur, wenn er sich nicht hochreiht nebenbei. Bam. Aber nächste Runde kommen wahrscheinlich noch mehr von denen. Das bedeutet, nächste Runde einfach hart auf Luftwaffe gehen. Oder halt radikal die Steelboys verbessern. Aber ich glaube, dass die am Boden verlieren jede Runde. Lieber nächste Runde Luftwaffe und gucken, ob ich es nicht sogar beenden kann. Fragezeichen. Elite Sturmcrawler. So viel Kleinvieh da vorne. Drei Crawler einfach da reindonnern lassen in den Gegner. Aber mit 13.000 one-shottet er die anderen. Die haben alle nicht gelevelt. Eine Runde Luftwaffe dabei. Frag mich fast, ob das sogar funktionieren würde. Also jetzt ein Wespenschwarm einfach dazu. Ist jetzt ein riskanter Finisher-Call. Wenn er einen Mustang dabei packt, dann habe ich ein Problem. Ah, ich habe das Bomber-Upgrade gar nicht drin. Super, Chris. Oh, was für eine Scheiße. Ja, das ist, was man Pech nennt. Also das Bomber-Upgrade hätte ich natürlich gebraucht, sonst funktionieren die Teile nicht. Ja, okay, das war jetzt ein Griff ins Klo. Was für eine Scheiße. Ich hätte irgendwann mal was mit denen gemacht, ich weiß nicht mehr, was es war, aber normal habe ich das Bomber-Upgrade drin, ne? Und dann hätten die Dinger alle zerpflückt da vorne. Jetzt machen die ja kaum Schaden. Wird sich wahrscheinlich nicht gelohnt haben, jetzt das Ding. Mal gucken, mit ein bisschen Glück kriege ich die ja tot, die ganzen Fangs. Dann räumen die zumindest rechts auf, aber nicht annähernd so schnell. Also ich wollte ja, dass die aufräumen, so dass der Rest dann noch durchgeht. Ne? Das machen die jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das Bomber-Upgrade wäre absolut essentiell gewesen. Habe ich nicht richtig gelesen. Man sieht es ja vor dem Kauf, ne? Ich habe noch nicht hingeguckt. Ja, die Westen schlagen sich da schon durch, aber im Schneckentempo. Hunds. Und zwei Runden klappen die Wespen halt nicht, ne? Der holt einfach Mustang, dann sterben die reihenweise. Ja, ich. Aber das ist wieder so ein Punkt wahrscheinlich. Man muss das wieder auf die Strategien anpassen, die ganzen Abilities auch. Ja, ja. Hätten die das Bomber-Upgrade gehabt, wäre das jetzt ein Finisher gewesen. Dann hätten wir Einheiten überlebt. So ist das. Weiß gar nicht, ob die Millionenblast schnell genug kaputt kriegt, die Dinger. Zwei kaputt machen. Ach, lass mal das hier einfach. Bin ich trotzdem gewonnen, schrottet. Ich überlege gerade, die mit Mechanical Division jetzt dazu zu packen. Ja, von denen am besten ein bisschen mischen. Das mit den Wespen ist halt Blödsinn jetzt gewesen. Ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Ich mache Mechanical Division dabei, dann gucken wir mal. Range. Vielleicht von hinten ranholen lieber. Jetzt kommt eh jetzt Feuer, diese Runde. Ne? Also eigentlich hätte ich auch Schilde vergeben müssen. Ja, ja. Jetzt ist alles gehunzt. Also der wird jetzt gleich Feuer machen, dass das wird brennen und das wird brennen und dann brennt die gesamte Backline ab. Ne? Also das war eigentlich mit Ansage. Als ich die Westen geholt habe ohne Bomber-Upgrade, war das Spiel fast schon verloren. Zack.
Ich muss auch gleich reinpacken wieder. Also eine ganze Runde dürft ihr halt nicht verschenken, ja, das geht niemals. Guckt euch mal die Wespen an, die sind wieder durch. Ne? Das Bombe-Upgrade hätte so beendet, das Spiel. Er hatte keine Mustangs geholt, was ihn sehr stark überrascht hat. Also gegen Wespen immer Mustangs. Ich glaube, da gibt es keine Alternative zu. Oder ihr habt ja wirklich einen Fang-Spam, aber den hat er ja noch nicht wirklich gehabt. So, genau. Jetzt kann der jetzt mal so einen Schuss überleben. Zwei. Ach, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht im Kopf. er wird es wahrscheinlich eh schilden, ne? Also wenn ich dem jetzt hier Level 2 gebe und dann das Item, dann sind wir bei... Dann hält er ein Level 1 aus. Ist aber Level 2. Gut gemacht, Chris. Sehr gut gemacht. Wenn, dann richtig. Okay. Tja, wie machen wir das jetzt? Wir haben noch für den Wespen-Spam, aber das wird nicht klappen. Wahrscheinlich keine Zeit für dieses Spielchen. Keine Zeit für sowas. Ich habe jetzt Geld über, aber keine Zeit. Okay, einfach hingeknallt. Ja, ja. Ihr seht schon, also die Strategie mit den Steelballs und den Mustangs ist völlig unausgereift bei mir. Völlig unausgereift. Was für ein Drama. Aber ich fange gleich erstmal an, die Dings zu machen, die Bomber wieder reinzupacken. Ich habe gerade überlegt, EMS. Also er braucht ja die Gülle nicht, ne? Also dass er das ausgegeben hat, hat sowieso keinen großen Sinn gemacht und hätte EMS sich auch nicht gelohnt zu deaktivieren. Also die werden ja eh gewonshottet, die Dinger, ne? Und da bringt ihm das nichts mit dem grünen Zeug. Ja. Klar, also meine Runden sind jetzt so mehr oder weniger random, von daher verliere ich jede Runde. Ich hole mich nicht mehr von dem Wespen-Spektakel. Also ich glaube, ein Adelrich-Spam wäre das unkomplizierteste gewesen. Luftabwehr habe ich ja. Ich lehne doch gar nicht in diese Strategie, aber was soll ich da auch machen? Er hat ja nur Konter dazu auf dem Feld. Ne? Also jetzt die Boys Mustang kaufen wäre ja einfach nur Selbstmord. Mehr wäre das ja nicht. Also von daher wäre das nicht so gut. Ich glaube, dass ein guter Artillerie-Spam da gut ist, aber der kommt natürlich jetzt sehr, sehr spät. Also drei Geschütze ist wahrscheinlich zu wenig, um groß genug einen Einfluss zu haben auf alles hier. Naja, ich vermute, dass das durch sein wird, das Spiel. Zu viel Blödsinn gemacht. Die Wespen haben sich gelohnt. Ich kann es nur noch mal betonen. Ne? Hätte ich die richtig gespielt, also was richtig, also mit dem ist es schon, dann wäre das
vor 3 Runden vorbei gewesen, die Scheiße. Also die 3 Atri Level 1, die werden mit Sicherheit nicht ausreichen. Da müsste schon mit dem Teufel zugehen. Vielleicht die Wespe 2 jetzt. Aber das sieht übel aus. Aber für die Steeballs, auch wenn ich glaube, dass das mit den Toxics völlig umsonst war bei ihm, generell halt, ne, ihr macht eine Steeball-Strategie, der Gegner braucht nur noch einen Scorpion aufstellen, um die komplett rauszunehmen. Von da spielt auch keiner mehr Steeballs im Moment und vielleicht muss ich mir mehrmals überlegen, ob ich diese Strategie wirklich da einbauen möchte. Muss allerdings dazu sagen, dass ich ja noch keine Strategie habe. Ich habe ja nur, ich stelle die irgendwo hin und gucke mal, was irgendwas passiert, ne. Aber eben weil es die Scorpion gibt, sind die Steeballs vielleicht wirklich eine unspielbare Einheit inzwischen. Und vielleicht sollte ich diese dritte Strategie mir überlegen. Also ich kann erstmal eine Woche mit denen alles verlieren. Und dann gucke ich mal, ob ich die nicht vielleicht einfach danach rauskicke. Erstmal muss ich gucken, ob ich nicht irgendwas zu laufen kriege mit der. Aber ich sehe es halt nicht in den Karten, ne? Ich sehe es halt vorne, hinten nicht. Ich mache jetzt, glaube ich, Melting Points mit Long Range dazu. Oder mit den Raketen, um alles auszuknipsen. Aber dann schießen die wieder auf jeden Blödsinn. Ich weiß nicht, ob ich das gezielt an den Gegner kriege. Ich mache mit Long Range. Ja, aber ist wie gesagt, glaube ich, alles... Wobei, ob die solche durch die Mitte ballern können mit denen. Ja, die schießen aber dann jetzt gleich auch sehr früh auf die drauf, ne? Da wird kein Durchkommen mehr sein. Also ich hatte, glaube ich, das Ignite reingetan bei der Wespe ursprünglich, um die War Factory zu kontern. Und habe das tatsächlich noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben benutzt. Gibt hier für War Factory genug Counter, muss man auch sagen. Ich muss gleich mal gucken, was ich austauschen will. Wahrscheinlich ein Teleporter. Ja, jetzt ist vorbei, Gegner gewonnen. Ist halt auch Käse, ne? Also meine gesamte Strategie war halt Mustang Steeballs. Und die wurde halt im Grunde genommen rausgenommen, als der erste Scorpion kam, ne? Da war das Spiel vorbei. Klar, ihr könnt auch sagen, ihr verkauft die dann, die Dinger, aber ihr könnt die ja nicht so schnell verkaufen, wie der dann seine Scorpions wieder verkaufen kann. Ne? Und da seid ihr immer am Losing End, ohne jede Frage. Also ich denke einfach, die haben die zu sehr genervt, die Steeballs. Und das ist ja nicht nur, dass die Fähigkeiten an denen genervt wurden, sondern eben die War Factory counter den im Prinzip ja auch, ja, bis zu einem gewissen Grad. Und der Scorpion sowieso und die Russ auch. Und ihr fahrt ja nicht rein, dann wird ihr weggenukt. Also es, ne? Der Hacker hat die schon immer gecountert. Also... Der Steeball scheint mir einfach eine umspielbare Einheit im Moment zu sein. Den könnt ihr nur noch aufstellen, genau wie den Marksman, gegen einen einzigen Gegner. Also den könnt ihr gegen den Rhino aufstellen, wenn ihr den als Zweiter aufstellt. Genau wie der Marksman im Moment wahrscheinlich nur noch gegen den Phoenix funktioniert. Also ich glaube fast, dass ich diese dritte Strategie mir über was anderes überlegen muss. Vielleicht mache ich eine ganz normale Arclight oder Adlerie-Linie. Also die dritte Strategie, die setze ich auf jeden Fall noch zur Diskussion. Also ich, klar, müsste man die jetzt häufiger spielen, aber ich sehe es halt einfach nicht, ne? Also die Fähigkeiten wurden verschlechtert, sie wurden teilweise teurer gemacht und es gibt zu viele Gegner im Moment für den Steeball. Also von daher glaube ich nicht, dass das eine gute Idee ist, die Steeball-Strategie mit den Mustangs. Oder ich mache einfach Mustang-Spam mit X dran. Also nur Mustang in der Backline und dann irgendeine andere Einheit in die Front, die dazu passt. Was dann in 100% der Fälle kein Steeball wahrscheinlich werden wird. Aber ich sehe es einfach nicht. Ne? Also Steeball scheint mir auf jeden Fall eine sehr sinnbefreite Einheit derzeit. Nicht nur wegen dem einen Spiel, ich habe das heute schon vorher immer wieder gesehen, überall. Die kann einfach jeder easy rausnehmen.
Ich lasse mir was einfallen bis zum nächsten Mal, dass ich noch eine dritte Strategie habe. Ich will wirklich mit drei arbeiten. Ihr könnt ja mal Vorschläge unter dem Video machen, welche euch noch einfällt, welche ihr gerne vielleicht sehen wolltet. Also Marksmann kommt auch nicht in die Tüte. Es müssen Einheiten sein, die irgendeine Meta-Bedeutung haben könnten. Ne? Aber Siebold ist raus. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.